dieser Jurygast bei DSDS dürfte insbesondere Dieter Bohlen 68 überraschen. Gerade läuft die erste Staffel der Castingshow ohne den Pop-Titan. Florian Silbereisen, 40, Ilse de Lange, 44, und Tobi Gard, 53, haben die Nachwuchstalente durch die Castings und den Recall geführt und frischen Wind in die Show gebracht. In den Live-Shows sollen die drei jetzt Unterstützung bekommen. Aber ist der Gast am Jurypult etwa ein Seitenhieb gegen Dieter? Ausgerechnet sein einstiger Modern-Talking-Kollege Thomas Anders, 59, nimmt neben Flori und Co. Platz. Wie Bild erfahren hat, wird der Musiker am kommenden Samstag in der ersten Live-Show des RTL-Formats zu Gast sein und die Auftritte der Kandidaten bewerten. Eine Spitze gegen den 68-Jährigen soll das laut Schlagerstar und Chefjuror Florian aber nicht sein. Als Weltstar ist Thomas wirklich kompetent, betonte er und schwärmte von der guten Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Münstermaifeldner. Er hat das geschafft, wovon alle DSDS-Kandidatinnen und Kandidaten träumen. Er wurde wirklich zum Superstar, stellte er zudem klar, demnach sei er ein perfektes Vorbild für die Titelanwärter. Aber warum wird Thomas überhaupt zur Jury hinzustoßen, ist er ab jetzt ein fester Bestandteil? Ich hatte mir gewünscht, dass die Jurys in den Live-Shows wieder wie in den Anfangszeiten von DSDS aus 4 Mitgliedern besteht. Und dieser Wunsch geht nun mit wechselnden Gastjuroren in Erfüllung, schilderte Florian. Wer in den folgenden Live-Shows neben ihm, Ilse und Tobi sitzen wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Musik.